Hallöchen, ihr Banausen da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Dishonored 2. So, und direkt von Anfang an, ich musste neu anfangen, weil ich glaube von dem anderen Spiel schon, ich glaube schon 10 Aufnahmen gemacht hatte, aber 4 Stück kamen erst nur. Die anderen 6 Aufnahmen sind kaputt. Da hat das Aufnahmeprogramm irgendwie rumgesponnen. Ich hatte ja damit mit OBS aufgenommen. Und irgendwas funktionierte da nicht. Und bevor ich 6 Aufnahmen nachspielen muss, denn natürlich war der Speicherstand dann natürlich auch nicht mehr so, dass ich die 6 hätte ganz locker nochmal neu aufnehmen können, habe ich mir dann jetzt gedacht, komm. Das Houndpits Pub. Unglaublich, aber manchmal vermisse ich diese Zeit. Ich fange einfach neu an. Wir spielen jetzt mit der Emily, wie man hört. Weil so weit waren wir jetzt noch nicht, da waren jetzt 4 Folgen, da komme ich auch schnell wieder hin, weil die Intro und so weiter habe ich jetzt alles übersprungen. Da werden wir eigentlich wieder schnell hinkommen zu dem Schiff. Denn ich hatte danach tatsächlich, muss man dann auch noch durch so eine Wohnung durch und mit Fliegen und so was alles, und das will ich auf jeden Fall gerne eine Aufnahme haben, und das fand ich jetzt kacke. Deswegen, ich war jetzt die ganze Zeit überlegen, was machst du, wie machst du das. Da habe ich gedacht, komm, fängst du jetzt neu an. Ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Diese Bastarde gehören zu Ramsay und zum Herzog von Serkonos. Ich glaube, das ist echt nicht so schlimm. Ich denke mal, das ist euch auch genehm, dass ich dann... Ich habe dieses Skyline gesehen. Dass ich dann halt neu anfange. Als hätte sich alles verändert. Und vor allem spielen wir mit einem Charakter jetzt, der bei Dishonored halt noch nicht, Nyla ist wohl eine Hexe. Wie ist das nur möglich? Die bei Dishonored 1 ja noch nicht gab, der Charakter. Lady Emily, es geht Ihnen jetzt gut. Nicht. Meine Güte. Erstmal ein bisschen Kohle einsammeln. Die Kohle ist wichtig, tatsächlich. Das haben wir nämlich auch schon gesehen. Mit meinem Ring auf. Oder habe ich schon gesehen. Natürlich auch in der Aufnahme im Prinzip, aber... Wie gesagt, die Aufnahmen sind kaputt gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, bevor du jetzt wirklich gar nichts von den ganzen Sachen zeigst, dann machst du lieber so. Wo ist der kaiserliche Schutzherr? Hier läuft ein Staatsstreich. Mein Vater. Das brauchen wir jetzt auch nicht anhören, weil das kennen wir schon. Wer sich das anhören möchte, sollte die ersten 4 Folgen gucken. Wo rennt der andere rum? Ist ja, da jemand? Fällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Ah, verfluchtes Weib! Hier, du. So. Weg mit dir. Ab ins Eck. Ach, ich hab vergessen zu schleichen. Ja, ja. Ist ja gut. Ich hab's vergessen. Ich würde natürlich gerne ziemlich viel schleichen, wenn es geht. Wenn es möglich ist. Ich weiß es natürlich nicht. Ist halt immer so ein Ding. Wo ist der andere jetzt? Wo ist der andere Ochse jetzt? Hier wahrscheinlich nicht. Ah, da unten war er. Gucken wir mal, ob der hier hochkommt. Also mal sehen. So, mein Freund. So, hier. Yeah. Tschüss. Verräter. So. Aber wie gesagt, wer lesen möchte, Pause, wie immer, wie auch bei den ersten 4 Folgen. Wer lesen möchte, bitte Pause drücken und sich das durchlesen. Ich habe die Sachen schon gelesen gehabt in den ersten Folgen. Deswegen...
einmal selber lesen, wenn es geht. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen hier rum. Ich weiß, dass hier irgendwo noch Münzen sind. Ah, da sind noch zwei Münzen. Wie gesagt, Geld ist tatsächlich wichtig. Also wie gesagt, das wäre, glaube ich, Folge 6 gewesen. Da sieht man das auch, was ich meine. Aber da kommen wir natürlich noch hin. Dann. Ich meine, Folge 6 war das tatsächlich. So, wir nehmen mal eine Flasche mit. Wir wissen, was gleich noch kommt. Der liebe Herr Ramsay kommt ja noch. Habe ich die anderen schon alle gekillt hier? Waren das weniger? Guck mal, der Wasserpfeife. Ich mich an schöne Zeiten mit Freunden, mit Wyman. Das war einmal. Ja, ja, ja. Alle grauen Münzen, sehr gut. Mitnehmen. Der Thronsaal ist verriegelt. Wir sollten jetzt Zeit haben. Bleiben Sie hier und halten Sie jeden auf. Ich bin zurück, wenn ich alles durchsucht habe. Falls ich mich nicht selbst in diesem... So, warten wir mal ab, dass der reinkommt. Weil ich meine nämlich, der kommt. Weil letztes Mal haben wir den ja so geholt. Wir Ramsays haben das Königspaar von Morley bewirtet. Wussten Sie das? Ich habe meine Kindheit mit den Buntings und Boyles verbracht. Mit der feinsten Gesellschaft. Und bald werden sie wieder dazu zählen, Hauptmann. Ist er schon drin? Ne, da kommt er. Da kommt er, Mortimer Ramsay. Den würde ich gerne hier hochlocken. Los hoch hier, komm. Hey West, darauf hab ich gewartet. Schnauze. So, da hab ich den Ring. Den lasse ich nicht mehr los. Das Schloss stammt von Sokolov. Ja. Wo ist er? Da. Und so. Sie das nicht immer, Ramsay? Die Kaisersuite ganz oben im Dunwall Tower? Sie bleiben hier, bis alles vorbei ist, Ramsay. Mit Brunnenwasser und dem Bett neben einem Vermögen. Sehr schön. Ja, die Dinge über die Knochenrefakte habe ich auch schon welche gefunden gehabt in den Folgen. Wie gesagt, ich denke mal, das ist genehm, dass ich dann neu angefangen habe. Zu tun mit dem Herzog und Delilah. Weil halt, wie gesagt, ich vermute, ich brauche die. Ich das natürlich zeigen möchte. Da ist ja kacke, wenn ich jetzt einige Folgen da irgendwie so viele Folgen dann außerhalb gemacht hätte. Das ist ja kacke. Deswegen neu anfangen ist immer besser als irgendein anderer Mist. Ich weiß auch nicht, was da wirklich OBS geritten hat, weil, wie gesagt, die Aufnahme lief. Und sobald ich die Aufnahme beendet habe, hat die Aufnahme nicht beendet im Prinzip.
Und dann hat er die Dingens nicht. Hab ich jetzt eins oder zwei gerade? Warte, machen wir jetzt mal eins. Und dann machen wir zwei. Und dann war die Aufnahme halt platt. Der hat die dann nicht gespeichert. Warum auch immer. Ich nehme jetzt wieder mit DxStory auf, weil ich habe echt am Ende habe ich ziemlich viele Probleme mit OBS gehabt. Deswegen habe ich mir dann gedacht, nimmst du wieder Dingens. Nimmst du wieder DxStory, damit ging eigentlich immer alles gut. Und ich frage mich, und fertig. Woran aus diesen Jahren du dich erinnerst? Das ist von Samuel. Gut, dass er meine Vertreibung aus dem Dunwall Tower nicht erlebt hat. Kindermädchen, Dinner und Lektionen über langweilige alte Geschichte. Vielleicht erscheinen dir unsere gemeinsamen Stunden schöner. Die Zeit mit deiner Mutter, Corvo, der mir immer sehr am Herzen lag. Hoffentlich sind die Ratten und Plagen nichts weiter als nur ein Schatten auf deinen frühen Erinnerungen. Eine vergangene Krise, der deine Mutter und ihre Berater getrotzt haben. Eines Tages sitzt du auf dem Thron und ich hoffe, du wirst es gut machen. Es ist ein schwieriges Leben, voller Verantwortung und Gefahr. Du hast dir nicht ausgewählt, die Tochter einer Kaiserin zu sein, wirst diese Herausforderung aber meistern. Bewahre dir ein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten. Und teile deine Macht nur mit jenen, denen du wirklich vertraust. Könnte ich doch noch einmal mit meiner Mutter reden. Ich würde ja was sagen, aber dann spoilere ich das die nächsten Folgen. Lassen wir das mal. Gut, haben wir das auch? Dann gehen wir raus. Würde ich sagen, oder? Ich glaube, hier war sonst nichts mehr. Auf die Straßen gehen. Ab zum Schiff. Und auf jeden Fall sind wir jetzt weitaus schneller, glaube ich, wie beim ersten Mal. Obwohl, da waren ja auch noch die Zwischensequenzen. Beim ersten Mal. Bei den ersten Folgen. Die habe ich ja jetzt übersprungen gehabt. Deswegen sollte es klappen, dass wir es vielleicht schaffen. Wenn ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. So ist es. Ich muss ins Hafengebiet kommen. So ist es. Ach, da mit den Walfängern, genau. Wie gesagt, was würde meine alte Gouvernante sagen? Wahrscheinlich, dass ich gerade sitzen und Wyman heiraten solle. Sie würde mich fragen, wann der Krieg der vier Kronen endete. 1625. Oh, 200 Münzen? Habe ich das beim ersten Mal auch mitgenommen? Krass. Wow. 200 Münzen ist eine Menge tatsächlich. Das ist auch gut so. Der Tower von Dunwall. Okay. Neues Buch im Tagebuch zugefügt. Wie gesagt, lesen, vorlesen werde ich nicht. Es gibt weitaus Leute, die viel besser vorlesen können wie ich. Deswegen guckt dann bei denen. Ich tue es meistens nicht. Wenn es der Story und sonst was. Oder wenn es dann der Story angehörig ist, dann würde ich es machen, aber hier ist es nicht so. Gucken wir mal im Balkon. Da sollte eigentlich keiner sein, war beim ersten Mal auch nicht. Ich muss schleunigst raus aus Dunwall. Ja, ist korrekt. Ich weiß auch wo lang. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Ja. Das wirst du auch. Dame. Was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Bin ich gespannt, ob die was anderes kann, weil der Corvo, der konnte ich ja teleportieren mit. Die kann auch richtig coole Klamotten. So.
Ups. Ups. Hab ich verdrückt. Da habe ich mich verdrückt. Ab in die Ecke. Da habe ich mich verdrückt. Ich habe aus Versehen auf Shift gedrückt, anstatt CTRL oder STRG ist das ja dann. Hatte ich mich da verdrückt. Aber egal, hat ja trotzdem geklappt. Im Prinzip. Bin ich nicht jetzt woanders? Ach ne. Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht. Nein, er sei eingesperrt. Baldwin ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos, so oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Na komm. Der geht doch, glaube ich. Emily Caldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Verdammt, das hast du alles gehört? Glasscherben. Kannst du mal sehen, ne? Was ist hier los? Was war's? Die guten Glasscherben. Ist da jemand? Augen offen halten! Ich höre auf jeden Fall welche. Alles absuchen. Was? Scheiße. Nimm das! Na komm her. Aua. Nichts hier. Du gehst nirgendwo hin. Ja, scheiße. Bist du fertig? Sie ist tot. Ja, ja, muss ich nochmal neu machen. Habe ich jetzt nicht mehr gerecht, dass der direkt um die Ecke steht, der Hund, ey. Das ist natürlich schlecht gewesen. Da habe ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Dass er da um die Ecke steht, der Hund. Wo bin ich denn jetzt? Achso. Hört mal her, schlechte Nachricht. Ramsay ist weg. Corporal Moore hat den Tower durchsucht und Emily Caldwin ist offenbar geflohen. Was war das? Was war das? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Den könnte ich theoretisch... Hier wimmelt es von Männern des Herzogs. ...erwischen, oder? Den da... Emily Caldwin wird wegen schwerer Verbrechen gegen den Staat angeklagt. Jeder, der ihr Schutz gewährt, macht sich ebenso des Verrats schuldig. Klar, der weiß, wie er mit dem Boss los. Speichel lecker. Das ist Emily Caldwin! Du bist tot! Schnauze. Zeig, was du drauf hast. Nimm das! Ich reiß dich! Komm ich hier immer wieder hoch? Ne. Du bist umzingelt! Komm! Hoch da! Sauber! Komm her und kämpfe, Feigling! Du bist der Kopf nicht weit! Hältst dich für schlau, hä? Ja. Tatsächlich schon. Tut mir leid.
hier. Okay. Da war jetzt eigentlich nicht so geplant, aber gut. Ist leider so. Was soll's? Einen habe ich wenigstens noch ausgenockt, egal. Dann ist das so. Ich habe leider es im Prinzip verkackt. Ich habe doch das letzte Mal viel besser hingekriegt, so eine Scheiße. Egal. Ich würde sagen, wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wie auch immer, bis zum nächsten Mal zu einer Runde Dishonored 2. Tschüssingen.